Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Final Fantasy VII. Ja, beim letzten Mal haben wir den Vincent erfolgreich überredet, mit uns zu kommen. Und heute werden wir uns nochmal auf die Suche machen nach einer Substanz, wenn nicht Feindes können. Ich hoffe, wir können die da noch bekommen, wo wir sie bekommen sollen. Das müssen wir jetzt mal abwarten. Erstmal müssen wir da hinkommen. Wir müssen nämlich nach Junon. Das ist dieses Dorf, das quasi eine Kanone auf dem Dach hat oder sowas. Und an dieser Stelle entschuldige ich mich auch schon mal dafür, dass ich krank bin. Das heißt, es wird eventuell mal zu Nüsterchen kommen, wenn ich es vergesse rauszuschneiden. Oder aber auch zu einer zweisekündigen Pause oder sowas, wo ich tatsächlich mal einen Schluck zu trinken brauche. Damit ich hier nicht husten muss oder sowas. So, jetzt sollen wir aber erstmal da hinten hinfliegen oder hinschwimmen, je nachdem, wie man das hier bezeichnet, wenn wir auf dem Flugzeug oder auf dem Wasser schwimmen. Keine Ahnung. Wir schwimmen da einfach mal hin und gut ist. Ja, ja, das Wasser ist schon blau. Mein Gott, das Blau ist auch nicht gut. Warum ist das gut? Ich laber einfach schon wieder Müll, damit ich überhaupt irgendwas laber. Weil das ist hier schon wieder sowas, das könnte mich echt ankotzen, dass wir da so ewig lang rumschwimmen müssen. Aber was sein muss, muss sein. So, ich hoffe, wir können das mit dem Schiff erreichen. Ich bin mir da jetzt gar nicht so sicher. Aber das sieht hier an der Stelle schon schlecht aus. Das bedeutet wiederum, wir müssen den Weg zu Fuß gehen. Und das bedeutet wiederum, damit wir nicht die Schlange kaputt machen müssen, müssen wir dann nochmal zur Schokobo fahren. Und in der Schokobo Farm brauchen wir jetzt so einen Köder oder sowas, damit wir so einen Schokobo fangen können. Aber das machen wir alles gleich. Erstmal die kleinen Maschinen vernichten. Du schießt doch mal. Ja, prima. Sehr schön. So. Da hätten wir das schon mal hinter uns. Den kleinen Minikampf hier, den wir eh nicht viel aushalten. Und wie gesagt, unser nächster Stop ist hier die Schokobo-Farm. Da besorgen wir uns einfach wieder ein Zuckerbo. Die Schlange wollen wir nicht töten, weil wir von der, wenn wir die Substanz tatsächlich bekommen können, eine starke Attacke bekommen könnten. Und die sollten wir uns auch eventuell aneignen. Erstmal hier wieder die kleinen Möchtegern, Viecher vernichten. Wir hätten ja alle nicht so viel aus zum Glück. Und das war's auch schon mit diesem paar wichtigen Viecher. Da musste ich schon wieder husten, weil ich so dämlich erkältet bin. Sitzt ja auch hier mit einer Decke, richtig eingemummelt und einen Schal tragen. Von daher, man möge es mir verzeihen. Und da haben wir schon Schokobo, aber wir haben noch nichts für den zu essen, glaube ich. Muss ich mal eben gucken. Ich bin mir da gerade gar nicht so sicher. Sarah Hanus braucht nicht Lokokraut. Nein, das Vieh. Ich habe jetzt gerade nur mal gucken, ob wir da überhaupt was haben, aber anscheinend nicht. Und dann finde ich mal das Unkraut da. Und dann gehen wir mal weiter. So, den Heatrank, den wir natürlich mit diesem bekommen, wir eigentlich jetzt den Heatrank, die sind doch Low Mobs. Egal. So, hallo Chocobo Farm. Ja, er läuft gerade zu langsam, weil ich
gerade die andere Hand dazu benutzt habe, einen Schluck zu trinken. So. Wo gab's das denn? Gab's das in der Scheune? Ich glaube schon, ne? So, und dann komm mal her hier, du Billy oder wie du auch immer hießt. Ich möchte kaufen. Diesen Mimet-Gemüse, das, je teurer das ist, umso besser ist das ja, ne? Kommen wir mal gleich zwei. Sicher ist sicher. Und dann gehen wir dann mal wieder rüber zu diesem Chocobo-Pfötchen auf dem Boden, die übertrieben groß sind. Aber es soll ja auch nur uns verdeutlichen, wo die denn sind. Das kriegen wir alles mit. So, dann schnell hier so ein Objekt, so Mimet-Gemüse drüber raufwerfen. So, Objekt. Mimet-Gemüse. Ja, das war zu langsam. Ja, jetzt wirf das dahin. Genau. So, das hast du davon. Erst was fressen und dann sterben. Gut, dann muss ich mal eben ins Menü gucken, ob wir dieses Mimet-Gemüse vielleicht irgendwo zur Stelle machen können. Damit wir es schneller erreichen können. So, dann gucken wir mal, ob hier ist. Wo ist jetzt das Mimet-Gemüse hin? Mimet-Gemüse, hallo, wo bist du denn? Ich bin nicht. Nee. Schlüsselobjekte? Nee. Habe ich denn beide Mimet-Gemüse hingeworfen? Ich kaufe mir wohl jetzt aber noch mal welche. Man weiß ja nie. Oder ich habe es jetzt einfach nur nicht gesehen. Das kann natürlich auch sein. Aber halte ich nicht für sehr wahrscheinlich. So, Billy, dann möchte ich hier nochmal was kaufen. Kaufen. Nehmen wir drei. Sicher, sicher. Aha, im Besitz soll ich noch einen haben. Frage ist nur, wo. Objekt. Ich hoffe, das zählt unter Objekte. Oder vielleicht, weil es ausgekaut ist, dass es mir deswegen aufgefallen ist. Da ist es ja. Ordnen. So, Mimet-Gemüse, da ist es. Einmal bitte nach oben. Und dann gehen wir jetzt mal raus. Hinaus in das weite Feld hier. Und hoffen wir mal, dass relativ schnell ein Chocobo kommt. Ich nutze mal eben die Gelegenheit mal wieder und trinke kurz was. So, und da haben wir auch schon unser nächstes Chocobo. Das jetzt hier aber ganz schnell anlocken. Einmal den töten, einmal den töten. So, das hätten wir. Ich wollte schon sagen, wieso stirbt er nicht? Warte, wie geht's? So. Dann reiten wir mal schnell mit dem Vieh über das Feld hier hinaus. Hoffen, dass wir nicht auf die Schlange treffen. Nicht die Schlange, nicht die Schlange, nicht die Schlange, nicht die Schlange, nicht die Schlange. Sehr schön. So wollte ich das haben. So, dann steigt mal ab hier. So, dann gehen wir mal eben ganz schnell durch diese Höhle, in der wir schon ewig nicht mehr waren, was wir auch müssen. Ja, es war klar, kurz vorm Raumwechsel muss da erstmal noch im Kampf kommen. Das ist erstmal ganz wichtig. Ganz wichtig, ich sag's ja. Das macht übrigens genau.
auf ihn jetzt sonst, ne? Die machen echt keinen Schaden mehr. Damit gibt es ja nicht so richtige Rüstungsteile, nur diese Substanzen, die eventuell meine Rüstung erhöhen, oder diese Armreife oder Ringe oder was es auch immer sein soll. Das erhöht ja vielleicht auch mal eine Rüstung, aber auch nicht unbedingt. So, hier muss er hoch, ne? Nein, geh da hoch! Dämlicher Clown. Und jetzt da durch. So, nun einmal quer rüber Richtung Junon. Und dann mal gucken, ob wir da die Substanz finden, die laut meinem Guide da sein soll. Ja, das war klar. Das war so klar. Nur weil ich einen Schluck getrunken habe, mal wieder, muss der ja hier unbedingt so einen Kampf anzetteln. Ich glaube, das ist er. Was ist denn das für ein Teleportvogel? Ja, das hat er sonst auch nie gemacht. Oder irre ich mich da? So, aber das haben wir auch schon mal ganz schnell hinter uns gebracht. Aber ganz schnell. So, und dann, wenn wir die Feindeskönnen-Substanz uns eingeeignet haben, dann dürfen wir erstmal ganz viele Attacken wehren. Und das wird auch ein Spaß. Wir müssen uns erstmal noch eine andere Substanz besorgen, nämlich Manipulation. Dann können wir den Gegner manipulieren und ihm sagen, was er für eine Attacke machen soll. Aber dazu später mehr. So. Jetzt habe ich wieder beide Hände frei. Müssen wir den Soldaten sagen, dass wir hier hoch wollen. So, dazu möchte er 10 Gil. Das ist natürlich auch vollkommen in Ordnung. Aber wir sollen natürlich nicht weiter sagen, dass er uns da reingelassen hat. Ne, deswegen sagt er, schnell rein mit dir. Ja. So, hier können wir den Aufzug mal eben benutzen. Mit der Kaution da hinten. Kaution für den Fahrstuhl. So, da sind wir auch schon in der nächsten Ebene. So, hier können wir, glaube ich, raus, ne? Genau. Und hier soll in einer der Seitentüren, die wir vorher nicht besucht haben, so eine Feindeskönnen-Substanz sein. Ich hoffe, da können wir auch rein. Ich glaube, die Tür nicht. Ich glaube, das ist die nächste, die hier. Dass wir auch nicht auf die Idee gekommen sind, Mensch, da sind Türen auf, geh da nochmal rein. So, aber wo hier soll das denn sein? Hey, komm mir nicht in die Quere. Okay, dann halt nicht. Was hast du zu sagen? Besser, wie gesagt. In Ordnung. Ja. Yeah, wir können rein. Und? Liegt hier irgendwas? Da ist eine gelbe Substanz. Eine Feindeskönnen-Substanz. Yes! Haben wir das. So. Wem legen wir die denn an? Bin ja fast für Cloud. Müssen wir mal gucken, was wir ihm hier jetzt wegtun. So, die Zauberkraft-Substanz nicht. Innengriff vielleicht. Wir könnten hier so und so einen alten Aufrufzauber mal wegtun. Kann man so gehen. Ja, alles kann weg. Alles kommt eigentlich weg. Ja, das ist ziemlich gut. Eis kommt erstmal weg. Da machen wir ein Feindeskönnen hin. Und schauen wir mal. Hatte ich jetzt eigentlich schon die Limit-Ebenen hier einfach eingerichtet? Ja.
Da steht ja auch Limit-Ebene 3 und 2. Passt. Gut. Dann erkunden wir dieses Gebäude mal weiter. Nämlich geht's ja hier noch eine Treppe hoch. Und da gibt es bestimmt auch noch so ein oder andere, was hier so rumliegt. Hier nehme ich einmal Geist erhalten, was auch mal Geist ist. Da ist so ein Mini-Shinra-Soldat. Eins von 35 Soldaten erhalten. Ja, super, es gibt Mini-Soldaten zum Sammeln. Und sonst, das bringt keine Ahnung. Glück erhalten. Juhu, mehr Glück. So, dann geht es da noch weiter hoch. Und was gibt es hier noch so? Mal Kraft erhalten. Interessant, das gehen wir mal Vincent, weil der ist eigentlich noch ein bisschen schwach. Ich weiß gar nicht, woran das liegt. Wachsamkeit, aha. Gut. Dann nutzen wir mal so ein paar Objekte hier. Gucken wir mal, was uns das hier alles bringt. Was bringt den Geist? Erhöht den Prahl. Ah, komm, ich krieg Vincent auch mal. Was mal Gedächtnis, keine Ahnung. Dann Glück. Geben wir auch mal Vincent. Vielleicht erhöht er seine Trefferchance und sowas. Das geben wir ihm. Und erhöht Vitalität. Vitalität geben wir mal laut. Der hat ein bisschen wenig Leben. So, als Maximum. So, das war's jetzt auch schon, was wir hier in Juno tun können. Und ich denke mal, ich mache ja auch dann gleich eine kleine Aufnahmepause, wenn wir dann wieder aus Juno raus sind. Damit ich meinen Hals ein bisschen schonen kann und so weiter und so fort. Ja, kennt das sicherlich, wenn ihr krank seid, wollt ihr auch nicht so viel reden. Und redet nur das Nötigste. Und ich wollte halt trotzdem aufnehmen. Na, nicht, dass ich hier noch in Bezug komme. Ich habe sowieso schon zweimal Final Fantasy 7 ausgelassen, obwohl ich hier jeden Tag was veröffentlichen wollte, aber wenn ich halt krank bin, dann kann ich das irgendwie jeden Tag tun. Das ist natürlich schon ziemlich kacke. Ja, deswegen hoffe ich, ihr habt da auch Verständnis, dass ich das ja nicht jeden Tag bringen kann. Ja, ich hatte versucht, auf Vorrat aufzunehmen, aber hat nicht ganz hingehauen. Einmal auch, weil ich ja tagelang nicht Final Fantasy gespielt habe, beziehungsweise Let's Played habe, wegen den ganzen Levelphasen da. Und da wirklich rumgehangen habe und einfach nur sinnlos Mobs geklatscht habe. Aber geholfen hat das ja auch nicht. So. Jetzt eben raus hier aus der Stadt oder aus dem Dorf hier. Und dann mal abspeichern. Ne? Und ich sag dann auch schon mal an dieser Stelle tschüss. Und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Final Fantasy 7 mit mir, eurem Mammut. Bis dahin, viel Spaß euch.